Informationen sind für uns täglich wichtiger und vor allem immer leichter verfügbar. Wir kennen jeden Weg, sind ständig erreichbar und immer vernetzt. Ein ungeheurer Wissensschatz, nur einen Klick entfernt. Die Königsklasse ist Pionier der digitalen Revolution. Der technische Aufwand ist viel, viel größer. 93 war so die Anfangszeit bei uns. Von Computern hat man ein paar Laptops dabei. Heute sind es richtige Workstations. Wir nehmen sicher über 100 Bildschirme zu jedem Rennen, haben Server mit Anbindung an die Firma zu Hause. Live-Telemetrie, das hat es früher alles nicht gegeben. Und ich glaube schon, dass das Internet da eine wesentliche Rolle zur Veränderung gespielt hat. Informationstechnologie spielt eine Schlüsselrolle in der heutigen Formel 1. Und je aktueller die gesammelten Informationen, desto wertvoller sind diese. Deshalb geht ohne sie heute nichts mehr. Telemetrie, die Fernübertragung von Messwerten. An den Autos sammeln 2000 Sensoren Informationen über Leistung, Drehmoment, Temperatur, Vibration und mehr. Jedes wichtige Bauteil hat mindestens einen der kleinen Datensammler. Wie in Flugzeugen steckt auch in F1-Boliden eine Blackbox. Die speichert die Werte und sendet sie live an die Box. Dort steht eine ganze Armada von Technikern und Strategen zum Auswerten bereit. Nicht übertrieben, denn die Daten sind oft rennentscheidend. Manchmal muss man seine Strategie ändern. Die theoretisch schnellste Strategie muss nicht unbedingt auch die schnellste im Rennen sein. Da muss man auf das reagieren, was passiert. Das kann ein Safety Car sein, ein Unfall, vielleicht ein Problem am Auto, und man muss alle Veränderungen im Rennen genauestens beobachten, egal was die sind. Auch im Cockpit flexibel bleiben und richtig schalten. Nach dem Rennen heißt es für Team und Pilot Daten auswerten. Die Daten, die eigentlich wirklich den Fahrer interessieren, sind immer die, die den Vergleich möglich machen zum Teamkollege, dass man sieht, wo ist man schneller, wo ist man langsamer, Vergleiche zur Konkurrenz. Und da geht es dann eigentlich hauptsächlich über Geschwindigkeit, das, was der Fahrer in der Hand hat, das Gaspedal, Bremspedal, das Lenkrad, also all das, auf was man selbst Einfluss nehmen kann. Weil dann kann man vergleichen, tritt er später auf die Bremse, geht er früher auf die Bremse, tritt er weniger hart auf die Bremse, lässt er mehr in die Kurve reinrollen, geht er früher ans Gas. Für den Fahrer sieht die Aufzeichnung dann so aus. Der weiße Graph zeigt die Drehzahl des Motors. Besonders wichtig im Zusammenspiel mit dem Gang, hier grün abgebildet. Gerade beim Runterschalten vor Kurven relevant. Passen Gang und Drehzahl nicht perfekt zusammen, bleibt Geschwindigkeit auf der Strecke. Die zeigt der rote Graph in Kilometern pro Stunde. Die blauen Ausschläge über der pinken Linie zeigen, wann der Pilot die Schaltwippe betätigt. Verzögerungen zwischen Eingabe und Schaltvorgang erkennt man sofort. Im oberen Mittelteil ein Bündel aus 4 Graphen. Hier sieht man die Radumdrehungen pro Minute. Ein Graph für jedes Rad. Ausreißer gibt's, wenn die Reifen durchdrehen oder die Bodenhaftung verlieren, zum Beispiel beim Überfahren der Curbs. Auch in Reifennähe, aber weniger gleichmäßig beanspruucht, die Stoßdämpfer. 4 Graphen zeigen, wie weit, wann, welcher Dämpfer einfedert. Die untere rote Linie zeigt die Lenkbewegungen des Piloten in Grad. Hilfreich für den Fahrer, der Datenabgleich mit der Ideallinie. Im untersten Abschnitt zeigt der orangene Graph in Prozent, wie sehr der Fahrer das Gaspedal durchdrückt. Gegenstück dazu das Bremspedal. Hier wird aber nicht in Prozent gemessen, sondern in Bar. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, deshalb viele Hausaufgaben für den Fahrer. Wie verhält sich das Auto, wo sind die Schwachpunkte, und dann auch zeigen kann in den Daten, okay, hier und da in der Kurve und ungefähr bei der Geschwindigkeit spüre ich eben dies und das muss besser werden. Alles, was jetzt in den sehr technischen Bereich geht, was Temperaturen angeht und so weiter, was den Motor angeht, also das Zusammenspiel der Komponenten, das ist für den Fahrer vielleicht nicht primär so wichtig. Aber umso interessanter für die Techniker. Neben Öl- und Benzindruck, Temperaturen und Co. wird jedes Bauteil überwacht, bis ins kleinste Detail. Bei jedem Reifen also nicht nur Gesamt-, sondern Kern- und Oberflächentemperatur. Auch mit dabei Pitot-Röhrchen zur Geschwindigkeitsmessung, GPS und natürlich Kommunikationsmodule. Diese senden die Daten zu den File-Servern in der Boxengasse. Von da geht's per Satellit in die Rechenzentren der Rennstelle. Bei Ferrari überwachen rund 100 Ingenieure die Daten live, viele davon in Maranello.
Wird vor Ort für ein Problem keine Lösung gefunden, sind Sie der Telefonjoker. Egal ob von nah oder fern, der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Ja, aber ich glaube, das macht es eben aus, ein gutes Verhältnis zu haben zum Renningenieur, zu dem Team, das einen direkt umgibt, um dann genau die Fragen zu erörtern. Also nicht nur zu sagen, okay, der eine beharrt auf dem, was er in den Daten sieht und der Fahrer auf dem, was er vielleicht spürt, sondern dass man da zusammenfindet. Und es ist ganz interessant, weil man doch viele Sachen spürt, die sich doch anders in den Daten widerspiegeln. Wenn der Fahrer dann die Möglichkeit besitzt, mit dem Team zu reden und sich auszudrücken, dann ist man viel schneller am Ziel. Um schneller im Ziel zu sein. Wenn Sensoren die Schlüssel zum Wissen sind, ist die Telemetrie der geflügelte Bote. Sie gibt Strategen und Technikern erst die Möglichkeit, wirklich zu sehen, was auf der Strecke passiert.